Hallo meine Geräte zu Hause, es ist Dienstag, der 19. März, wir haben 21.15 Uhr und in dieser Analyse, mein Name ist Christian Schlegel, geht es um den MDAX. Zwei Wochen mehr nicht gemacht, also schauen wir uns an. Bei der letzten Analyse war ich der Meinung, dass wir hier diesen Bereich hier, so knapp unter 25.000, ein bisschen länger begleiten werden. Jetzt hat er allerdings in den letzten 5 Tagen ordentlich nochmal Gas gegeben. Alle Märkte haben das mehr oder weniger getan, der DAX auch. Der DAX hat also heute seine 200-Tage-Linie gesehen. Da ist der MDAX schon ein bisschen weiter vor. Wenn man dieses Chartbild hier sieht, denkt man sich, wow, da ist ja gar nichts. Wir haben Platz bis zu 26.000. Aber das ist eine Geschichte, die erlebe ich ganz oft, insbesondere von den Kurzfristhändlern. Legt euch einfach mal den DAX ein bisschen länger rein. Und dann seht ihr diesen Punkt hier, 25.500, hier nochmal 25.500. Und das sind Widerstände, ja, die man, wenn man den Chart zu kurz reinmacht, einfach nicht sieht. Das sieht man nicht. Man muss da schon mal von länger reinschauen und sich dann dementsprechend irgendwelche Linien legen, wie zum Beispiel so eine hier. Und da sind wir dran. Zwischen 25.300 und 25.500, je nachdem, welche der Kerzen man hier nimmt. Aber das waren Bereiche, in denen der Markt runtergegangen ist, abgefedert ist nach oben, wieder runtergegangen ist, abgefedert nach oben und dann letztendlich gebrochen hat. Und die geraten oft in Vergessenheit und das ist falsch. Was mal gute Widerstände oder Unterstützung waren, dreht sich rum in Unterstützung oder Widerstände. Das darf man nicht vergessen. So, jetzt sind wir hier. Von den Bändern, von dem Problem, dass die gehen beide auf, weil es eine sehr schnelle Bewegung war. Gehen beide auf, wir liegen hier an diesem Widerstand, 25.500, gleitende Durchschnitte absolut in Ordnung. Seit Beginn, das ist der 9.1., sind die positiv, von daher immer noch alles in Ordnung. Wir sind oberhalb der 200-Tage-Linie und jetzt geht's los. Noch ist das MACD positiv, gar keine Frage, kein Verkaufssignal. Die Stochastik gilt hier als definitiv ziemlich heiß gelaufen, aber auch hier noch kein Verkaufssignal. Jetzt gehe ich mal mit euch auf die Woche. Die ist nämlich auch ganz erstaunlich und das ist das, was mich bei dem Markt hier so ein bisschen zurückhält. MACD weiter positiv, Stochastik extrem hoch, aber auch noch ohne Verkaufssignal. Hier ist es, da würde es sein, unter der 80. Wir haben hier eine Bewegung von fast 5000 Punkten hinter uns. Und wir sitzen jetzt hier mehr oder weniger an dieser ehemaligen Unterstützung, jetzt Widerstand 25.500. Ich kann es nicht kaufen. Ich kann das hier nicht mehr kaufen. Ich vertrete nach wie vor die Ansicht, dass das erste Quartal okay ist, aber das zweite Quartal wird meines Erachtens nach nicht so gut werden. Rein von der Technik her. Wir sind auch hier am oberen Band dran. Auch im Widerstand. Noch sind die gleitenden Durchschnitte in Ordnung. Die 200-Wochen-Linie haben wir schon lange, lange hinter uns gelassen. Ich traue dem Freund hier nicht. Das ist mir zu schnell, zu viel, zu hoch. Wie dem auch sei, für die Leute, die der Meinung sind, es geht nur noch aufwärts, ich vertrete, wie gesagt, die Ansicht nicht, muss man nicht unbedingt eine Option suchen, die hier unten irgendwo liegt, sondern man kann sich am letzten Verlaufstief orientieren. Und dieses Verlaufstief liegt genau hier. Da sind wir bei 24.191. Für die Anhänger von dieser Theorie, dass wir jetzt also nur noch hochgehen, bietet sich Folgendes an. Das ist ein 24.097er Schein. Da sind wir also ziemlich genau hier. 24.097, das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GA2M70. Ich persönlich präferiere insbesondere vor dem Hintergrund dieser horizontalen Linie, die ich eben hier gezogen habe, diese hier, kommend von diesem Bereich hier. Das war der April letzten Jahres. Das hier ist, ich mach mal das Fadenkreuz raus, das hier ist Ende Juni letzten Jahres. Also hier dieser Bereich um die 25.500. Ich traue dem Markt erstmal wieder eine Pause zu. Und das wäre mehr als gesund. Deswegen schauen wir mal nach einem Put, der da drüber liegt. Ich gehe auf Short. Und die Geschichte, die ich mir suche, die liegt also hier so ein bisschen weiter drüber. Da sind wir so bei 25.750. Das fände ich interessant.
Man kann auch 26.000 nehmen. Das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung, weil hier ist im Moment nicht viel, außer eben diesem Punkt. Und dann wären wir schon fast bei 26. Also gucken wir da mal eher nach dem 26.000er. Und da hätte ich den hier. Der gefällt mir ganz gut. Dieser hier. Entschuldigung, Maus verrutscht. 26.056. Das ist ein Put mit einem Hebel von im Moment 34. Das ist auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman. Das ist die GM61 Waltraud Berta WB. GM61 WB. 26.054 sind wir hier. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Ich glaube aber auch, dass der Markt wird getragen von Shorts. Der wird also nicht, dass das jetzt hier wilde, blinde Buyer Stampede ist, sondern er wird getragen von Shorts nach dem Motto: Oh, wir sind schon stark gestiegen, wir müssen mal hier runterfallen. Und die werden dann immer rausgequetscht, rausgesqueezed. Ich mag den Markt hier auch nicht, aber es erscheint mir noch ein bisschen zu früh, um hier Short zu gehen. Ich glaube, ein besseres Niveau, um dieses Short anzufangen, ist, wenn wir hier drunter gehen, unter diese beiden Kerzen. 25.128 mit Schlusskurs. Dann könnte das mal ein bisschen losgehen und korrigieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.